Guten Abend und herzlich willkommen hier bei JFD Brokers. Ja, heute am 8. November 2017, 19 Uhr, das auch gleich mal hier für die Aufzeichnung. Und natürlich hier vielen Dank für die Grüße, die gerade hier nochmal reinpurzeln im Chat. Ja, mein Name Stefan Fredrichowski, gewohnte Stunde, gewohnte Inhalte. Ach ja, heute mal wieder etwas komplett anderes, die DAX Gap Close Strategie oder auch, man könnte es auch nennen, der Mythos vom Gap Close. Das Webinar wird natürlich wie immer aufgezeichnet. Ihr findet die Webinare auf dem YouTube-Channel von JFD. Links sollten auch immer mit verteilt sein, auch schon in den Anmeldungen oder Registrierungsbestätigungen. Und ansonsten einfach kurz Google JFD YouTube-Channel und ihr seid sofort genau an der richtigen Stelle. Soweit erstmal kurze Einleitung noch. Ja, DAX Gap Close Strategie. Ich muss deswegen schmunzeln, weil das ist jetzt wirklich ein herrlichster Zufall, weil auf der Internetseite von Godmode hat jemand, der René Bertreit, nahezu also nicht identisch, sondern also einen Artikel geschrieben über genau das, was wir heute hier besprechen. Wir beide kennen uns noch nicht mal wirklich, also nur so halb. Und abgesprochen haben wir es schon gar nicht. Es ist wirklich herrliche Koinzidenz, dass sowohl die Analyse, als auch die Schlussfolgerung, als auch das Vorgehen ziemlich verwandt, ziemlich identisch ist. Also ich war überrascht, musste schmunzeln. Seid euch sicher, wir haben gegenseitig nicht voneinander abgeschrieben. Er konnte dieses Webinar noch nicht kennen und ich konnte seinen Artikel noch nicht kennen, als ich das Webinar aufgesetzt habe. Also es ist einfach, wie es ist, und eigentlich wirklich eine schöne Story. Also wer nochmal was Schriftliches dazu sucht, wird da entsprechend ebenfalls dann fündig. Genauso natürlich hier, nämlich ihr könnt die Folien, die ich heute zeige, schon bereits runterladen, direkt aus dem GoToWebinar Control Panel. Und wenn Interesse an den Excel-Sheets, die wir heute haben, besteht, dann wie immer einfach hier unten an s.friedrichowski@jfdbrokers.com einfach kurze E-Mail, um gleich alles vorwegzunehmen. Ihr könnt gleich Stefan schreiben. Also ich rede in der Antwort eh meistens auch gerne direkt von du, so wie ich es ja hier auch in den Webinaren de facto tue, euch quasi duze. Aber also von daher reicht völlig formlos. Ich würde es immer wieder gerne auch direkt hier hochladen, aber das geht einfach aus technischen Gründen nicht, weil da kann ich nur PDF-Dokumente hochladen. Aber wie dem auch sei, wir haben schöne Sheets da heute wieder. Und das ist auch ein bisschen wieder, wie ihr kennt, wie ich das nenne, Excel-Gymnastik, um genau solche Auswertungen hinzukriegen, die sich extrem lohnen, aber dazu natürlich gleich mehr. Gut, naja, bevor wir jetzt natürlich wie immer richtig anfangen, ihr kennt's, einmal kurz natürlich diese Folie gezeigt, der sogenannte Risk Disclaimer, weil wir halt wieder über Trading-Strategien reden und heute wieder richtig intensiv, kommt eine echte Strategie heraus. Nichtsdestotrotz, ihr tradet auf euer eigenes Risiko für jeden Trade, den ihr eingeht. Aber das ist, glaube ich, soweit klar. Also, was machen wir genauer heute? Naja, im Titel ist natürlich schon vieles genannt. Es geht um DAX, es geht um Gaps, und daraus wollen wir eine Trading-Strategie ableiten. Natürlich brauchen wir ein paar Sachen dazu. Zunächst mal müssen wir natürlich eine Definition haben, wenn wir über ein Gap reden. Und ich will gar nicht sagen, dass es da eine allgemeingültige gibt, wie die ist. Wichtig ist nur, dass wir eine definieren. Und es gibt nämlich tatsächlich unterschiedliche Definitionen für Gaps in den Kursen. Es gibt zwar eine Mehrheitsmeinung, aber nichtsdestotrotz wichtig ist, dass wir es definieren und dann auch sagen, was wir als den Gap Close dann genau bezeichnen. Wenn wir dann sowas machen wollen, mache ich kurz mal wieder den Exkurs, wie komme ich an die Kursdaten?
heute mal wieder eine andere Datenquelle, dass man das mal kurz sieht, wie man so etwas relativ einfach direkt in sein Excel auch dann hineinbringen kann. Dann wollen wir mal weitergehen, indem wir tatsächlich mal kurz eine DAX-Analyse machen, aber natürlich keine Charttechnik. Ich werde nicht über irgendwelche Hoch- und Tiefs reden und auch nicht über Widerstandslinien im DAX, sondern ich will mal eine Frage versuchen zu beantworten. Wir alle wissen, der DAX geht im Wesentlichen nach Norden, das ist keine Frage. Aber wie und wo entstehen eigentlich genau die Zuwächse, die so final das ganze Ding so nach oben treiben? Nehmen wir es mal hier so ein kleines Add-on für die Strategie, weil es ist eine für mich bemerkenswerte Analyse, die man da ableiten kann, total einfach, aber also besser gesagt, nicht die Analyse ist bemerkenswert, sondern die Aussage, die da rauskommt. Und ich gehe stark davon aus, hey, da weiß jemand schon die Antwort. Ich sage sie jetzt noch nicht. Jens, du hast völlig recht mit deiner Antwort, aber ich glaube, für die meisten ist die sehr überraschend. Aber du hast das schon genau richtig erkannt. Und dann geht es natürlich mal wirklich in die DAX Gap Close Analyse und dann gucken wir mal, wie wir aus dem DAX Gap Close tatsächlich eine Strategie ableiten. Aber ich sage es schon mal gleich vorweg. Völlig anders als erwartet. Das, was wir nämlich eigentlich vielleicht im Kopf haben, das funktioniert nämlich nicht. Werden wir aber genau sehen. Okay. Die Definition vom Gap im DAX. Ihr habt hier mal so einen kleinen Chart, also besser gesagt einfach nur einen Chartausschnitt. Zeiten und alles brauche ich hier sowieso nicht, weil es geht uns ja nur um die Frage, wie definieren wir denn hier nun die Gaps? Das ist in der Tat der Xetra-DAX und ziemlich aktuell. Also vielleicht gehen die Kurse bis gestern oder so, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Und natürlich sticht hier sofort ein richtig schönes Gap ins Auge, nämlich hier, wo ich jetzt gerade mit meiner Maus rumkreise. Dieses Gap sticht gewissermaßen ins Auge. Und wenn ich hier mal eine Definition gleich hinschreiben möchte, dann sieht das eigentlich so aus. Ich habe es so halb mathematisch hier gemacht, dass der Open von dieser Kerze, also dieser grünen Kerze hier in dem Fall, dass der größer ist als das Hoch von der Vortageskerze. Das ist hier natürlich messerscharf der Fall, aber wir werden gleich noch ein paar mehr Beispiele kriegen, wo das nicht mehr alles ganz so offensichtlich ist. Und Gap Down ist dann exakt genau das Umgekehrte. Naja, und wenn jetzt halt hier hat der DAX da eröffnet, also morgens um 9, wir gucken hier Xetra DAX, und wenn er denn hier nochmal nach unten gekommen wäre, und zwar bis zu dem Hoch von der Vortageskerze, dann wäre dieses Gap geschlossen worden. Ist es aber nicht. Also dieses Gap ist offen geblieben. Und weil ich genau weiß, dass das mit den Gaps gar nicht ganz so einfach ist, fange ich mal, habe ich hier nochmal einen Chart und ihr könnt mal gerne gleich eine Übung machen und fragen, versucht mal relativ zügig hier die Anzahl der Gaps in diesem Chart mir zu sagen oder zu suchen. Wahrscheinlich habt ihr jetzt wirklich ein bisschen zu wenig Zeit, um schon seriös die Antwort zu finden. Es ist wieder übrigens der DAX. Und man braucht tatsächlich einen Ticken länger, als man immer ursprünglich glaubte, weil was hier halt immer ins Auge springt, sind die offen gebliebenen Gaps. Aber es gibt hier natürlich auch Gaps im Chart, die dann auch im Laufe des Tages geclosed wurden. Und damit sind sie im Nachhinein in dem Chart gar nicht mehr ganz so offensichtlich. Und wir sehen die nicht sozusagen unbedingt. Also ich mache euch mal dazu auch gleich ein Beispiel. Hier ganz, ganz, ganz am Ende, wenn man ganz genau guckt, ist hier ein Gap. Das Hoch geht genau bis zu der Gitterlinie von dieser Kerze und die Eröffnung des nächsten Tages war ja hier oben. Und das ist natürlich dann auch ein Gap. Dieses Gap ist natürlich geclosed worden, keine Frage. Aber dieses Gap ist jetzt im Nachhinein nicht mehr ganz so offensichtlich. Selbst wenn der DAX, wenn das hier eine grüne Kerze geworden wäre, dann wäre ja der Open von der Kerze hier gewesen. Selbst dann hätten wir auch ein Gap gehabt, zwar ein monstermäßig kleines, aber es wäre ein Gap gewesen. Erst danach,
Irgendwann hätte sich ja diese Lunte hier ausgebildet. Also selbst wenn die grün wäre, wäre hier von hier nach hier ein Gap. Kaum noch zu sehen. Okay, purzeln einige Antworten hier schon rein. Aber ich gebe euch mal gleich die Lösung. Und ich gestehe euch aber zu, dass ihr ein bisschen wenig Zeit hattet. Hier sind sage und schreibe 11 Gaps drin in diesem Chart. Jeder Pfeil hier markiert ein solches Gap. Und dass das hier alles Gaps sind, das hätte man sicherlich nicht so mal eben am Anfang direkt gesehen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Und zwar dieses hier. Ich mache mal das Ding markiert. Dann habt ihr noch die grünen Punkte da dran. Hier ist natürlich auch ein Gap gewesen, weil diese grüne Kerze hat hier unten geöffnet. Völlig außerhalb von der Vortageskerze. Das heißt, hier war ein Gap, hier war ein Gap down. Wir sehen es nur jetzt gerade nicht mehr so deutlich. Das ist das Gute, also die gute Nachricht ist, im Nachhinein die Gaps hier noch alle zu identifizieren, ist manchmal gar nicht so einfach. Im echten Tagesgeschehen ist es wiederum deutlich einfacher, weil man, wenn man einfach morgens den Rechner einschaltet und dann hier sich einen 9 Uhr Open Kurs anguckt, sieht man natürlich monstermäßig klar, wo und wann hier ein Gap vorliegt. Ich bin mir noch nicht mal hundertprozentig sicher, ob ich hier nicht noch irgendeins vergessen habe. Also eben, ich will es überhaupt nicht ausschließen, weil ich bin hier auch mühselig durchgegangen und habe dann diese 11 Stück gefunden. Und ich habe hier noch einen kleinen Farbcode eingebaut, dass einige Gaps halt nicht geschlossen wurden, und zwar genau 3 Stück. Das Interessante ist übrigens, also auf 3 von 11, werden wir nachher sehen, entspricht auch der großen Gesamtheitsstatistik so ganz grob. Da sagt mir jemand gerade, eins habe ich auf jeden Fall noch, zwei Leute sagen das, ich habe noch ein Gap vergessen, und zwar irgendwie ganz links. Gucken wir mal genauer rein. Also von hier nach hier, da ist der Open, da war allerdings das Hoch, das heißt von hier nach hier ist kein Gap. Okay, dann gucken wir mal noch hier, der Open war hier, der war noch innerhalb der Lunte, ist auch kein Gap. So, und hier kann schon gar kein Gap gewesen sein und hier eigentlich auch nicht. Naja, also ad hoc sehe ich da jetzt doch noch kein weiteres Gap. Kann natürlich sein, dass ihr gerade hier ganz links die Kerze hier nicht ganz so deutlich sehen konntet, weil die genau auf der Gitterlinie ist. Das ist absolut denkbar. Also, so sieht das hier aus. Und damit wir mal gleich gucken, wie sieht es eigentlich wirklich in Instrumenten aus, die wir hier auch bei JFD direkt zur Verfügung haben, will ich noch etwas hier mal zeigen. Wir haben nämlich bei JFD die Möglichkeit, wirklich sozusagen den Xetra DAX in seiner Zeit her direkt zu handeln. Also es gibt hier bei JFD den DE30 Cash XE, also für den Xetra. Und der hat halt als Handelszeiten, ihr werdet also auch sehen, hier läuft jetzt kein Kurs mehr, der friert um 17:30 ein, dann ist Ende und wacht dann morgen früh um 9 Uhr wieder auf. Würde der DAX-Kurs in der Zwischenzeit irgendwelche Stop-Losse tangieren, passiert erstmal nichts. Das heißt, Stop-Losse sind wirkungslos. Und es kommt nur darauf an, wo der dann morgen früh um 9 Uhr ist. Also wirklich zur Eröffnung. Interessantes Symbol. Das Gute ist, der hat auch als Spread genau einen Punkt. Das heißt, ist nochmal attraktiv. Und wenn man mal hier genauer guckt, kann man vielleicht auch im Nachhinein noch sehen, das ist genau das Ende von hier, war auch mein Bildausschnitt, den ich euch gerade in dem Beispiel präsentiert habe. Also, wir können nachher auch genau eine solche Strategie hier leicht umsetzen und wir wollen zwar ohnehin keine Trades overnight halten, dafür ist, so wird die Strategie gar nicht gestrickt sein, aber einfach mal hier vielleicht das nicht ganz so gewöhnliche Symbol. Soweit gut. Also, ich hoffe, es ist soweit klar geworden, wie die Gaps definiert sind und okay, kommen noch ein paar Erläuterungen. Geht ja auf Schlusskursbasis unten Ende der roten Kerze, Eröffnung oben. Okay,
Lassen wir mal eben, also wenn ich hier noch einen vergessen habe, macht nichts. Gut, das waren die Definitionen. Und jetzt brauchen wir natürlich die Kursdaten. Wie geht's weiter? Ich will einfach nur kurz sagen, hier Yahoo Finance ist dafür ideal geeignet für solche Tagessachen. Und das Ganze sieht dann so aus. Ich will es auch gleich nämlich kurz nochmal zeigen, weil im Moment ist da nämlich, wir haben ein bisschen was geändert und da muss man kurz nochmal nacharbeiten in den Kursen. Dann hat man es ja auch genauso, wie man sie braucht. Also hier gibt es Markets und dann haben wir hier die World Indices und habe ich da jetzt drauf geklickt? Ja. Und dann findet man den DAX, der heißt hier GDAXI. Und da haben wir auch den DAX. Gut, da haben wir den heutigen Tag. Und dann gibt es hier Historical Data. Und was man dann machen kann, ist hier, man kann einfach sagen, Max, den kompletten Zeitraum, applied das und lädt sie sich anschließend runter. Und das war's schon. Und schon haben wir die Kursdaten. Und das Ganze sieht dann so aus, dass wir dann hier die Daten haben. Ich will es nochmal kurz einfach zeigen, welche Vorarbeit da nötig ist. Und zwar werdet ihr sehen, dass hier ein paar verrückte Sachen drin sind. Nämlich zum einen sind hier so komische Nullen drin. In Wahrheit liegt das wohl daran, dass man hier im Nachhinein irgendwie noch die Wochenenden eingefügt hat, oder Feiertage. Ihr seht schon ganz direkt hier am Anfang mit 31.12. Und dann gibt es hier noch adjustiertes Close und sonst was Gedöns. Das können wir alles einfach eben rauslöschen. Und naja, um jetzt hier diese komischen Fehldaten da rauszunehmen, macht man einfach eins. Man sortiert einfach kurz zum Beispiel nach den Close-Kursen. Dann hat man hier diese ganzen Nullen da alle unten und kann die dann anschließend einfach direkt wieder rauslöschen. Dann braucht man das nicht irgendwie zeilenweise machen und macht dann die Sortierung wieder zurück nach Datum. Und dann haben wir die Kurse wieder so, wie wir sie haben. Und jetzt machen wir die nächste Feststellung. Ups, gucken wir uns mal eben hier genauer die Daten an. Open gleich High, gleich Low, gleich Close. Ziemlich verrückt. Also das kann eigentlich so nicht. Das heißt, wir können einfach hier was Einfaches machen. Und zwar bilden wir einfach mal hier die Differenz zwischen High und Low. Und dann seht ihr, dass hier ein Haufen Nullen kommen. Und das hört aber auch dann irgendwann auf. Und erst ab da sind die Daten dann wirklich zu gebrauchen. Und so habe ich es auch gemacht. Ich habe dann hier, weil das dann ein rundes Jahr anfing, habe ich alles, was da ist, da drüber ist, habe ich schlicht und ergreifend einfach gelöscht. Und das ist dann mein Ausgangspunkt auch für die weitere Analyse, weil die anderen Daten davor kann ich eh nicht gebrauchen, weil wenn ich kein High, kein Low habe, kann ich nicht die Gap-Definition anwenden, so wie ich sie auch eingeführt habe. Und das ist schon die ganze Kursvorbereitung. Und so haben wir dann quasi die Daten fertig. Also ist kein Hexenwerk, aber auch mal einmal kurz gezeigt. So, das brauchen wir soweit nicht mehr. Also lasse ich es auch wieder verschwinden. Und zunächst mal habe ich gesagt, naja, DAX-Analyse. Wo entstehen eigentlich die Zuwächse im DAX? Und ich kann nur betonen, einer hat hier schon die Antwort auch vorweggegeben. Aber ich will euch die Analyse mal genauer zeigen. Und zwar hier, wenn ihr seht, ich habe hier im Summe, nee, den brauche ich ja gar nicht. So, fünf Excel-Sheets, das eine sind wir aber schon durch. Was habe ich gemacht? Ich habe mir die Frage gestellt, wo sind eigentlich die, also wo kommen eigentlich die Gewinne im DAX her? Ich meine, wir alle wissen, dass der DAX in Summe, ich mache das mal eben hier ohne eine Datumsdarstellung, dass der DAX im Wesentlichen, wenn ich jetzt hier die Close-Kurse einfach mal so plotte, im Wesentlichen geht der DAX nach Norden. Das ist auch ein wichtiger Bias, auch allgemein fürs Traden gesprochen, den man nie aus dem Auge verlassen sollte. Und dieses Gesetz gilt halt schon seit 100 Jahren. Also wenn man den Dow Jones sich anguckt, bei dem hat man Kursdaten seit 100 Jahren, dann ist die Tendenz natürlich klar. Wir alle warten natürlich immer auf den nächsten Crash, ich auch. Aber in Summe geht es halt nach Norden.
Aber wo entstehen eigentlich die Zuwächse? Okay, jetzt habe ich hier in meinem Excel-Sheet einfach schon ein paar Sachen gemacht. Ich will das kurz nur zeigen und erklären und dann auch gleich schon zu der Auswertung kommen. Ich habe hier einmal was gemacht. Ich klicke mal rein, dann sieht man auch so farblich, was ich eigentlich hier gerechnet habe. Ich habe hier den Close-Kurs eines Tages minus den Open und dividiert durch den Open. Das heißt, es steht nichts anderes als, was ist die prozentuale Kursänderung an einem Tag vom Open zum Close? Antwort steht da. Okay, das ist sozusagen die Kursänderung innerhalb des Tages vom Open zum Close. Dann habe ich das Ganze etwas anders gemacht. Jetzt habe ich gefragt, naja, was ist sozusagen in der Nacht passiert? Also, wie ist die Kursänderung, die prozentuale Kursänderung vom Close des Vortages hin zum Open des nächsten Tages? Das ist gewissermaßen die Bewegung in der Nacht, also die Bewegung, die eigentlich gar nicht, insbesondere beim Xetra DAX, gar nicht mit Handel gefüllt ist, sondern die ist halt einfach mal nachts passiert. Das ist ja auch nachher ein bisschen das, was das Gap mitbildet. Aber also das ist jetzt die Änderung vom Kurs von gestern zum Open von heute. Haben wir auch gemacht. Und weil es so schön ist, habe ich Nummer eins gemacht. Ich habe einfach gefragt, was ist denn die Änderung vom Close zum Close? Von einem Tag zum nächsten. Man könnte sich das fast wie Trades vorstellen. Also wenn ich alles immer long traden würde, dann wäre das eine hier ein Trade, den ich einfach der Close Open, das wäre der Trade, den ich morgens um 9 eröffne, long, und abends um 17:30 Uhr einfach beende. Und genauso wäre das nächste hier der Trade von vom Close des aktuellen Tages zum Open des nächsten Tages. Also man muss sich vorstellen, ich würde um 17:30 Uhr einfach einen Trade eröffnen, einen Long Trade, und morgens, sobald der DAX wieder aufmacht, dann schließe ich ihn wieder. Und Close to Close ist einfach. Dann habe ich einfach diese Kursänderungen summiert. Nichts anderes getan. Überraschende Erkenntnis. Das sind quasi Equity-Kurven von diesen ganzen prozentualen Änderungen. Also ich habe die einfach aufsummiert. Und natürlich gibt es jetzt drei Stück, nämlich die einen, die zum Beispiel vom Close des aktuellen Tages zum Open des aktuellen Tages. Das ist die blaue Kurve. Das heißt, total überraschend. Wenn ich also immer die Kursänderung vom Open zum Close traden würde oder in dem Fall hier einfach summiere und ich nur Long Trades, weil ich summiere ja alles sozusagen Vorzeichen normal auf. Das entspräche der Situation, dass ich immer morgens um 9 den Long Trade eröffne und abends um 17:30 Uhr meinen Long Trade wieder schließe. Gebühren gibt es hier jetzt erstmal überhaupt nicht. Und was passiert? Über eine Strecke von 20 Jahren passiert fast nichts. Das ist ja irgendwie der Hammer. Also entspricht überhaupt nicht meiner Erwartung. Das heißt, während die Summe aller Kursänderungen, die über Tag passiert, ist null. Das steht hier. Verrechnet habe ich mich hoffentlich nicht. Aber das genau steht hier. Und wo kommen die Kursänderungen her, die also den DAX über Jahrzehnte hier nach Norden schrauben? Und Jens, jetzt kommt genau deine Antwort. Nachts. Genau das, was du vorhin schon gesagt hast. Nachts kommen die. Da, wo gar nicht gehandelt wird. Innerhalb der Zeit macht der DAX eigentlich seine Bewegung nach oben. Man kann das tatsächlich mal real im Kopf durchgehen. Die rote Kurve, jetzt nochmal, hier ist alles ohne Gebühren. Die rote Kurve ist die Summation aller Kursänderungen vom Close zum Open des nächsten Tages. Das ist die rote Kurve. Die hat ja irgendwie drei Bereiche im Wesentlichen, diese rote Kurve. Also hier bis zum Jahr 2000 kennt sie nur eins, nämlich einen steilen Anstieg. Der ist wirklich phänomenal.
dann die grob die nächsten 10 Jahre passiert hier fast gar nichts. Und dann seit 2010, so grob gesagt, haben wir hier wieder schönen Anstieg. Es geht einfach nur nach Norden. Und selbst die Dellen sind ziemlich klein. Also ich finde sie nicht gerade bedenklich. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, mein Gott, ich sollte morgen mein Traden hier vereinfachen. 17:30 Uhr trade ich long den DAX. Wenn ich dieses Instrument nehme, was ich vorhin auch schon hier bei JFD gezeigt habe, Stop-Loss brauche ich sowieso nicht setzen, weil der wird genau die nächsten Stunden sowieso nicht ausgeführt, weil da kein Handel stattfindet. Und morgens, wenn ich dann um 9 Uhr, schließe ich den Trade. Ist natürlich nicht ganz einfach oder emotional ganz einfach, dieser Trade, weil ich habe keinen Stop-Loss. Ich weiß nicht, wo der morgen am nächsten Morgen anfängt, der DAX. Aber das ist das Resultat. Nachts macht der DAX einfach seine Bewegung, die in Wahrheit den gesamten Anstieg darstellt, den wir hier in den letzten 20 Jahren beim DAX gesehen haben. Also schon phänomenal. Also ich war sehr, sehr überrascht, das so zu sehen und hätte das wirklich im Leben nicht geglaubt, wenn ich es jetzt hier nicht selber nachgerechnet hätte. Wirft eine Menge Fragen auf. Da ich die Analyse wirklich erst brandaktuell gemacht habe, habe ich mir jetzt noch keine Gedanken darüber gemacht, ob ich das nicht wirklich mal hier noch umsetze. Also das ist es noch nicht, die Trading-Strategie. Hat ja noch nichts mit Gap Close zu tun. Ist aber von der Aussage her, die hier rein mathematisch entsteht, super interessant. Und gewissermaßen verblüffend. Gut, jetzt gucke ich mal kurz auf die Frage. Die wird nochmal gefragt, wie kann ich die Daten vom DAX aus dem Internet runterladen? Genauso wie ich es gerade gezeigt habe. Ich gehe einfach auf diese Seite Yahoo Finance und vielleicht, falls derjenige nicht da war, sonst nochmal in die Aufzeichnung gucken. Also Yahoo Finance und da kriege ich die Kursdaten einfach per Klicken. Also und dann habe ich sie auch da. Und wer Interesse an diesen Excel-Sheets hat, ich schicke sie samt den Kursdaten dann ohnehin auch zu. Also von mir gibt es das auch. Also das auch ganz einfach. Gut, wird nochmal gerade gefragt, gilt aber nur für den Cash-DAX. Also sagen wir so, ich habe die Auswertung für den F-DAX nicht gemacht. Von daher will ich da jetzt nicht vorweggreifen, wie es da aussieht. Da sind natürlich die Anzahl der Stunden, der Handelsstunden größer, also von 8 bis 22 Uhr. Damit ist die Nacht gewissermaßen kürzer. Ob die Aussage dann noch die gleiche bleibt, sorry, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ähnlich. Aber muss nicht, weil vielleicht dann doch die Amis das Ding schon nach oben treiben und der F-DAX da schon mitgeht. Also schlicht und ergreifend, Antwort weiß ich nicht. Wie viele Nachtgaps geschlossen werden in Prozent, wenn der Kurs aufgrund des Gaps den Kurs steigen lässt? Auch dazu weiß ich jetzt nichts, weil ich habe jetzt keine Auswirkung der Nachtgaps gemacht. Also wir sehen nur hier, dass einfach das Ding nach Norden will. Und das einfach über Nacht. Okay. Bitte nicht vergessen, was ihr im Chat schreibt, geht für mich im Nachhinein verloren. Das heißt, wenn hier E-Mail-Adressen auftauchen, die weiß ich dann im Nachhinein nicht mehr. Also kurze E-Mail einfach an s.friedrichowski@jfdbrokers.com. Die E-Mail-Adresse findet ihr auch in den Unterlagen und die könnt ihr wiederum gerade jetzt schon runterladen. Gut. Die gelbe Kurve ist sozusagen der normale Kurs, ja klar, und zwar ganz deswegen. Also es entspricht genau dem DAX-Verlauf, weil ich da ja nichts anderes gemacht habe als die prozentualen Änderungen vom Close zum nächsten Close hier aufsummiert hat. Deswegen muss die Kurve mehr oder weniger dem DAX wieder entsprechen. Und deswegen sieht das praktisch genauso aus, wie als ich vorhin den DAX direkt gezeigt habe. Kommt schon, Ideen werden hier noch gerade mit reingebracht, mal sozusagen den Future Close und den Cash Close, ob man mit dem Vergleich ebenfalls was anfangen kann, da bin ich mir ziemlich sicher, die Antwort ist ja.
Gut, jetzt sind wir immer noch nicht im eigentlichen Thema. Also, wir sind ja noch nicht beim guten Gap. Also, zurück zum Gap. Also, wir wollen eine Gap-Close-Strategie entwickeln und dazu müssen wir natürlich zuerst fragen, also, was gibt es hier für Gaps? Und dann die Frage natürlich, werden die Gaps geschlossen? Und wenn wir ausreichend viele Gaps haben, die geschlossen werden, dann können wir fragen, kann man das auch profitabel traden? Ihr merkt einfach schon daran, wie meine Sätze hier weitergehen. Es ist dann wohl doch nicht so, aber es gibt was anderes, was dann geht. Und dann haben wir schließlich und endlich doch ein schönes Trading Setup. Gut. Aber jetzt machen wir wieder Excel. Und da wollen wir es mal ableiten. Gehen wir mal rein. So, was haben wir hier? Ich mache es mal wieder ein bisschen größer, damit ihr hier etwas leichter folgen könnt. Ich werde wie immer auch kurz wieder sagen, wie hier dieses Sheet weiter aufgebaut ist. Den Anfang kennt ihr ja schon. Das heißt, das, was ich hier schon gerade gemacht habe, ist jetzt hier auch in dem Sheet noch wieder drin. Also gehe ich einfach mal weiter. Weiter nach rechts. Also wir haben hier immer noch die Kursdaten vorne und jetzt geht es darum, Gaps up zu definieren und zu finden und Gap downs, also ob sie überhaupt erstmal vorliegen. Ist ein der Open eines neuen Tages, ist der ein Gap? Ja oder nein? Frage wird hier in diesen zwei Spalten entsprechend beantwortet. Und was macht man dazu einfach? Naja, es ist genau die Übersetzung von dem, was gerade noch auf meiner Folie stand. Also ein Gap Up liegt vor, wenn der Open größer ist als der High vom Vortag. Und das ist schon die ganze Excel-Anweisung dafür. Ich gucke einfach, ist mein Open größer als der High vom Vortag? Dann schreibe hier bitte eine 1 rein. Und wenn das nicht ist, schreibe hier einfach eine 0 rein. Gap Down geht natürlich quasi genauso, nur andersrum. Nur diesmal vergleichen wir den Open mit dem Low des Vortages und schwupps wissen wir, wann und wo ein Gap Down vorgelegen hat. Und ihr seht, dann schreibe ich mir hier mal in diesem Excel diese Einsen und Nullen rein. Naja, dann muss ich natürlich dieses Gap auch mal berechnen. Wie groß ist es denn? Also gucke ich mir jetzt diese prozentuale Änderung zu diesem Vortag entsprechend an und kriege dann raus, wie viel Prozent mein Gap denn jetzt ist, also wie groß denn mein Gap ist. Also dieses erste Gap, was hier markiert wird, ist 0,11% groß. Sicherlich ziemlich winzig. Dieses nächste Gap hier ist auch ziemlich klein. Man kann auch nochmal genau die Kurse hier sich angucken. Naja, also zu dem muss ich gucken. Es ist halt keine schwindelerregenden Gaps. Ist übrigens auch nachher eine durchaus interessante Frage, ob man nicht vielleicht die Gap-Größe in diese ganze Kalkulation noch mit einbeziehen sollte, wenn wir fragen, wie und wo sollen wir das denn profitabel traden? Also, ersten Spalten hier erklären sich fast von selbst. Also Gap-Ups und Gap-Downs werden markiert und in ihrer Größe jeweils bestimmt. Gut, machen wir weiter. Dann wollen wir natürlich wissen, hey, wird denn so ein Gap geschlossen? Also jetzt ist dieses erste Gap, was wir haben, wurde das einfach geschlossen. Und auch das ist wieder nicht super kompliziert in Excel. Zwei Fragen muss ich stellen. Die eine Frage, liegt denn überhaupt ein Gap vor? Antwort ja oder nein. Das ist diese erste Abfrage auf 1. Und dann will ich gucken, ob es denn jetzt nur geschlossen wurde. Also vergleiche ich es mit beim Gap Up mit dem Low meiner aktuellen Kerze. Und so iteriere ich mich jetzt hier durch, frage dann, also ob das Gap Up geschlossen wurde. Ich frage, ob die Gap Downs geschlossen wurden. Und ihr seht hier oben, habe ich schon mal gleich was gemacht. Ich habe die dann einfach mal summiert und gefragt, wie viele meiner Gaps wurden denn nur geschlossen? Und naja, in meinen Zahlen, also 64% aller Gap-Ups wurden auch tatsächlich geschlossen und 63, also vor allen Dingen waren es auf 2/3. 2/3 aller Gaps werden tatsächlich geschlossen. Wow. Damit haben wir schon mal irgendwie, das sieht gut aus. Also 2/3 klingt schon wie ein Wahrscheinlichkeitsvorteil. 2/3 der Gaps werden tatsächlich am
Folgetag oder also am laufenden Tag, so sollte ich besser sagen, tatsächlich geschlossen. Naja, dann machen wir noch mal eins. Dann summieren wir doch mal einfach die Ergebnisse aus. Also tun wir doch mal einfach so, dass wir jetzt die Trades eröffnen zum Open und wir bauen ja auf den Gap Close. Das würde final bedeuten, also ich mache es mal lieber wirklich an einem Chart, das ist dann etwas einfacher. Da reicht, kann ich in meinen eigenen von vorhin hier gehen. Nehmen wir den hier. So, machen wir es mal hier an dem Trade, der genau nichts wird. Hier, von hier nach hier haben wir einen riesen Gap. Okay, das heißt, das ist ein Gap Up. Wenn jetzt diese nächste grüne Linie, also diese Kerze eröffnet, dann wir spekulieren ja auf einen Gap Close. Also bei einem Gap Up würden wir also einen Short Trade eröffnen. Man sieht natürlich hier sofort, das wird nichts. Aber egal. Wir kennen ja nun mal, können ja hier quasi in die Zukunft gucken. Aber wir würden hier de facto einen Short Trade eröffnen und darauf spekulieren, dass ja der Gap Close kommt. Also, dass wir von hier wieder runterlaufen auf das Hoch von der Vortageskerze. Was jetzt hier nicht der Fall ist. Aber unser Take Profit für unseren Short Trade wäre das Hoch der Vortageskerze. Und ein Stop Loss, sagen wir jetzt erstmal, haben wir nicht. So wäre die erste Betrachtung. Wir haben keinen Stop Loss. Wir bauen auf Gap Close. Und wir wissen ja auch schon gerade, hey, in zwei Drittel aller Fälle werden die Gaps geschlossen. Also können wir natürlich erstmal darauf bauen. Gut. Jetzt kommt die Ernüchterung. Also, ich habe die ganzen Gap Closes dann aufsummiert und sozusagen auch alles Vorzeichen richtig gemacht. Und dann schieben wir mal das Bild rein. Eine Sekunde. Und da haben wir sozusagen die Equity-Kurve unserer Gap-Close-Strategie. Ist das nicht ernüchternd? Ich will gar nicht auf die Feinheiten zwischen den Gap-Ups und den Gap-Downs und wie sie denn geschlossen werden. Also das war in zwei Drittel aller Fälle und die ganzen schönen Gaps geschlossen werden, bringt uns aber nichts, weil wir in Summe fürchterlich ins Minus laufen. Und zwar wirklich ziemlich dramatisch ins Minus laufen. Aber was hat das jetzt nur zu sagen? Ich muss mal kurz gucken. Jetzt werde ich gerade nicht kritisiert, weil ich jetzt gerade, ich gehe hier in Trade ein, ohne Stop-Loss. Jens erkennt mich nicht wieder. Kannst ruhig beim Du bleiben. Ist natürlich völlig richtig. Ich würde so ein Trade auch gar nicht machen ohne Stop-Loss. Aber das wäre jetzt das Resultat. Also ein Trade ohne Stop-Loss, einfach nur darauf bauen, weil ja zwei Drittel aller Gaps geschlossen werden. Also das ist ja meine Aussage. Zwei Drittel aller Gaps werden geschlossen. Und trotzdem ist meine Equity, ich könnte die beiden jetzt auch noch summieren, aber die geht auch summiert, geht es natürlich fürchterlich nach Süden. Also eine Gap-Close-Strategie, in dem Fall ohne Stop-Loss, weil ich ja sowieso nicht wüsste, wo ich ihn hinsetzen sollte, rein so charttechnisch gesehen. Ich bin ja dann irgendwo bei diesem Gap da oben, wie gerade in meinem Beispiel, wo soll ich jetzt den Stop-Loss hinsetzen? Man könnte allerdings natürlich hier einfach prozentual vorgehen oder einmal die einfache Gap-Größe wird als Stop-Loss drangehängt oder irgendwie sowas. Aber das könnte mich retten. Ich kann ja die Antwort nicht geben, ohne es zu wissen. Aber bleiben wir mal im Moment bei dieser Variante. Ich trade das tatsächlich so. Gut. Da kommen schon gute Hinweise. Mehrere geben mir hier schon die Idee, die Steilvorlage. Vielleicht einfach andersrum traden? Wer zwingt mich denn auf diesen Gap Close zu bauen? Also das kommt hier, Trades drehen, genau das Gegenteil tun von dem, was ich bisher gesagt habe. Dann kommt nochmal hier, dass vielleicht was an der Auswertung so nicht stimmt, weil bei den nicht geschlossenen Gaps fehlen die Verluste. Nee, fehlen bei mir nicht. Wenn Gap hier nicht geschlossen wird, dann wird es in dem Excel-Sheet so behandelt, dass ich zum Close des Tages den Trade schließe. Das heißt,
Wenn ein Gap nicht geschlossen wird und der Kurs wirklich monstermäßig gegen mich läuft, dann schließe ich den Trade am Ende des Tages, also zum Close. Ich will das nochmal kurz wieder an diesem einen Beispiel hier, an dem totalen Negativbeispiel eben illustrieren. Das heißt, hier, ich eröffne zu diesem Open, weil ja hier das schöne Gap ist, eröffne ich meinen Short Trade und diesen Short Trade, der erreicht ja nicht seinen Take Profit, wie man hier unschwer erkennt. Der würde dann geschlossen werden zum Close. Also hier oben am Ende dieser Kerze. Um das hier nochmal gleich zu illustrieren, natürlich könnten wir jetzt über Stop-Loss-Varianten nachdenken. Wir hätten dann allerdings rein mal Excel-technisch hier ein Auswerteproblem, dass ich dann nicht mehr weiß, was wird zuerst erreicht. Der Stop-Loss oder mein Take-Profit? Also wenn ich mal gedanklich sage, mein Take-Profit ist immer noch der Gap-Close und ich lege einen Stop-Loss hier irgendwo hin, dann kann man sich hier relativ schnell Varianten aufmalen, wo man nicht weiß, innerhalb des Tages, jetzt im Nachhinein, welches von beiden denn zuerst erreicht wurde. Da kann man dann wieder Worst-Case-Prinzip machen oder man geht einfach auf kleinere Zeiteinheiten und holt sich da die Antwort. Wäre alles möglich. Aber warum alles kompliziert machen, auch hier mit dem Stop-Loss in dieser Variante, wenn es doch viel einfacher geht? Und die Idee habt ihr gerade selber schon gemacht. Dreh's doch einfach um. Soll heißen, wir haben ein Gap Up, dann machen wir einen Long Trade. Wir haben ein Gap Down, na dann machen wir einen Short Trade. Und jetzt wird sogar plötzlich etwas mit Stop-Loss, weil ich drehe auch die Definition unmittelbar um. Kurz nochmal illustriert, wieder an diesem schönen Beispiel, der jetzt gleich ein profitabler Trade sondergleichen wird. Also Gap Up. Ich eröffne einen Long Trade. Dieser Long Trade kriegt einen Stop-Loss. Und zwar genau auf Gap Close. Da kriegt er jetzt seinen Stop-Loss hin. Ein Take Profit habe ich nicht. Mein Trade wird um 17:30 Uhr beendet, wenn er nicht in den Stop-Loss gelaufen ist. Um 17:30 Uhr wird der Trade einfach geschlossen. Jetzt ist es plötzlich so, wenn ich jetzt genau die Definition so wähle, jetzt habe ich plötzlich genau das, was wir hier sehen, als Equity nach Norden. Jetzt kann ich nämlich einfach das Vorzeichen umdrehen. Jetzt bin ich genau dabei und sage, aus Short macht Long, aus Long macht Short. Was vorher mein Take Profit war, ist jetzt mein Stop Loss. Jetzt habe ich auch meinen Trades endlich wieder mit Stop Loss. Jens, du kannst beruhigt sein. Und alles ist im grünen Bereich. Wie sieht das aus? Ganz praktisch. Nur, dass wir mal sehen, wie so eine Equity dann aussieht. Also, kurz wieder Excel. Alles ist hier wieder drin. Also, ich habe die Trades umgedreht. Das heißt, was ich jetzt gemacht habe, Profit Gap Up Long. Also, jetzt mache ich hier plötzlich einen Long Trade aus dem Ganzen. Und das, was vorhin nochmal ein Plus-Trade war, weil in unserem ersten Ansatz war genau der erste Trade sogar ein Plus-Trade, ist jetzt natürlich plötzlich ein Minus-Trade geworden, weil der ist jetzt in Stop-Loss gelaufen. Und wie sieht dann die Equity-Kurve aus? Naja, wir haben es ja hier. Scrollen wir mal ein bisschen runter. Und dann haben wir hier auch schon gleich unsere Equity. So, nein, jetzt sind wir doch plötzlich wieder alle zufrieden und sagen, so kann es ruhig gehen. Und da kommt jetzt kein großer Pferdefuß mehr. Also es kommt zwar gleich noch was, aber so sieht jetzt tatsächlich erstmal meine Pseudo-Equity aus. Pseudo-Equity deswegen, weil ich jetzt hier einfach nur Kursänderungen, prozentuale Kursänderungen aufsummiert habe. Sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Also diese Equity-Kurve hätte jeder gerne in seinem Konto. Sie hat gerade gewissermaßen einen kleinen Mini-Schönheitsfehler. Der ist allerdings nur der Aktualität geschuldet. Also besser gesagt, genau die letzten Monate, und das sind immerhin 1,5 Jahre, genau die letzten 1,5 Jahre hätten nicht so doll funktioniert. Also hier, ihr seht in der summierten Equity-Kurve eine leichte Abwärtsbewegung. Also genau da hätten wir dann
nicht, wenn man jetzt nicht profitabel gewesen. Solche Strecken gab es allerdings auch in der Historie schon mehrmals auch vorher. Aber ansonsten ist das eine erstaunliche Equity-Kurve und die einfach nur darauf spekuliert, Gaps sollen jetzt nicht mehr geschlossen werden. Würde ein Gap geschlossen werden, das ist dann genau mein Stop-Loss. Und ansonsten warte ich nur auf das Ende des Tages. Und beende dann meinen Trade um 17:30 Uhr. That's it. Prozentuale Kursänderungen sind hier aufsummiert. Jetzt wollen wir allerdings das Ganze, wenn das schon so gut aussieht, dann wollen wir es auch noch endgültig absolut korrekt berechnen. Und zwar so in dem Sinne, wie wir auch tatsächlich traden würden. Wir haben ja immer noch keine Kosten. Ich habe noch keine Spreads drin, beispielsweise. Und oder Spreads und Commissions oder irgendwie sowas. Die habe ich jetzt noch nicht drin und die müssen wir natürlich real auch nochmal berücksichtigen, weil wir alle wissen, Trades sind mit Kosten verbunden. Aber wir können uns, wenn jetzt nicht alles zusammenbricht, auf eine gute steigende Equity-Kurve schon mal freuen. Was wir dazu erreichen wollen ist, ich will jetzt die Trades in meiner normalen Nomenklatur betrachten und die normale Nomenklatur ist immer in R. R ist die Einheit, also sozusagen mein Risiko. Das Risiko ist ja hier durch den Trade sauber definiert. Ich weiß ja, wo ich den Stop-Loss hinsetze. Also nochmal kurz hier in mein Musterbild. Also Open, ich will meinen Long Trade hier zum Open würde ich diesen Long Trade hier eröffnen. Stop Loss ist das Hoch der Vortageskerze. Hier gibt es eine Differenz. Diese Differenz kann ich ausmessen. Die kann ich in Punkten beispielsweise angeben. Ich sage das mal fiktiv. 60 Punkte sind das. Naja, wenn ich jetzt bereit bin, 60 Euro zu riskieren, dann würde ich bezogen auf JFD, ein Lot DAX kaufen und hätte ein Risiko von 60 Euro. Will ich mein Risiko vielleicht immer bei 30 Euro haben, dann muss ich natürlich einmal kurz rechnen und würde schlicht und ergreifend 0,5 Lot kaufen und so weiter und so fort. Das heißt, ich kann das Ganze rechnen mit einem einheitlichen Risiko, dem ich noch nicht mal die Zahl sagen muss. Die kann ich nachher einfach drauf multiplizieren. Und dieses einheitliche Risiko ist einfach immer ein R. Das ist die Entfernung zum Stop-Loss. Und in der skaliere ich einfach alles. Wenn dann irgendjemand nachher sagt, okay, ich bin bereit, 70 Euro pro Trade zu riskieren, dann kriegt er halt eine andere Lot-Size raus, als derjenige, der bereit ist, vielleicht 200 Euro pro Trade jedes Mal zu riskieren. Aber das kennt ihr. Das ist, also wir geben uns einen Risikobetrag vor, ein R, den dann jeder für sich selber in irgendeinen Eurobetrag übersetzt und dann errechnet sich die Lot Size, sodass der Trade genau diesem Euro-Risiko dann auch entspricht. Die Rechnung der Strategie erfolgt aber grundsätzlich in R. Gibt noch ein paar andere Ideen. Man könnte eine zusätzliche Position am Vortageshoch bzw. tief eingehen beim Gap Close. Ja, also weitere Varianten und sozusagen Verfeinerungen hier sind sicherlich leicht möglich. Wobei, ich will gleich schon dabei sagen, für mich wäre persönlich immer noch der Schwerpunkt auf unserer ersten Beobachtung, dieser Nachtbewegung. Da müssen wir nochmal was wirklich Komplettes rausholen. Aber zurück, jetzt unsere Strategie komplett in R gerechnet. Also in R rechnen heißt, dass dann ein Trade. Ich gehe mal hier gleich ans Ende, dann seht ihr so ungefähr, was ich meine. Ich mache es auch noch mal ein bisschen größer. So, wir wollen jetzt zwei Sachen mit reinnehmen. Spreads sollen mit rein und ich werde das gleich mal rückgängig machen, aber wir brauchen hier noch was. Und zwar habe ich gesagt, wir brauchen einen Mindestabstand für den Stop-Loss. Das hat mehr hier praktische Gründe. Rein mathematisch ist der noch nicht mal nötig. Aber es kommen hier Gaps vor, die sind so winzig, dass man schon bei der Trade-Eröffnung, wenn man das manuell machen würde, hätte man schon ein Problem. Wir wissen ja, den Stop-Loss würden wir ja auf das Hoch vom Vortag
zum Beispiel setzen, wenn es ein Gap-Up ist. Jetzt stellen wir uns mal einfach vor, zwischen Open und dem Vortag liegt nur ein Punkt. Damit könnten wir dann zig, zig, zig Lots handeln, weil wir ja nur einen Punkt riskieren wollen, weil so weit ist unser Stop-Loss weg. Und da kommen wir schon in praktische Probleme. Deswegen ist es hier sinnvoll, eine mindestens Stop-Loss-Entfernung auch mal noch mit einzukalkulieren. Und das habe ich hier ebenfalls mitgemacht und natürlich dann ins Thread. Und naja, wie ein Trade, der dann endet typischerweise. Ich gehe mal hier nach unten. So ein Trade sollte typischerweise entweder, wenn er in Stop-Loss läuft, bei minus 1 R landen. Dass jetzt hier bei mir minus 1, irgendwas steht, hat einen Grund. Ich musste im Nachhinein noch den Spread berücksichtigen. Den Spread rechne ich um, das ist jetzt alles hier ein bisschen komplizierter, den Spread rechne ich um in meine R-Betrachtung und dadurch kommt das Ganze nochmal so on top nachher obendrauf. Wie das mal genau aussieht, hängt immer davon ab, wie weit war wirklich der Stop-Loss weg. Ich will euch allerdings nicht mit den Excel-Details gewissermaßen langweilen. Wer da mehr Interesse dran hat, wie gesagt, kann ja jeder die Excel-Sheets kriegen. Dann kann man ja auch mal die genaue Rechnung hier sich anschauen. Mir ist nur wichtig, dass wenn wir schon zu Ende eine Strategie formulieren, dann soll sie auch die Kosten mit enthalten. Und das haben wir gemacht. Und die Kosten in Form von Spread. Commission habe ich jetzt hier nicht gemacht, deswegen gehe ich gleich nochmal hin und mache einfach den Spread ein bisschen größer. Dadurch habe ich indirekt auch meine Commission drin. Das mache ich einfach über den vergrößerten Spread. Und wie sieht denn dann meine Equity-Kurve aus? Da haben wir sie. Das sieht mehr oder weniger genauso aus wie das, was wir gerade eben schon hatten. Ist auch klar, soll auch so sein, weil uns die Kosten halt hier nicht umbringen. Und das ist jetzt unsere Equity in R. Also in der Art und Weise, wie ich auch vorhin gesagt habe, man nimmt sich ein Risiko pro Trade, meinetwegen 60 €. Wenn das Gap dann 20 Punkte war, dann heißt das nichts anderes. Ich kann jetzt 3 Lot DAX traden. Wäre das Gap 120 Punkte groß gewesen, ich will aber 60 € riskieren, dann würde ich halt 0,5 Lot riskieren. Ich hoffe, die Rechnung, auch wenn ich es jetzt hier nicht nochmal schriftlich machte, ist erstmal prinzipiell soweit klar. Die gelbe Kurve gibt mir dann die Gesamtprofitabilität während der letzten 20 Jahre an. In R. Jeder, der jetzt darauf wieder Eurobeträge machen möchte, multipliziert einfach genau dieses R, hier diese 1000 mit seinem persönlichen Eurobetrag. Also 20 €, 100 €, 1000 €, was auch immer. Das ist dann automatisch die Equity in Euro. Einfach nur mit genau dieser einen Zahl multiplizieren. Oh, hier werden schon Grüße von Wolfgang an Jens durchgereicht. Also tue ich dann mal hier gerade. Dann werde ich nochmal gefragt, muss man nicht den Stop-Loss ein wenig unter den Schlusskurs des Vortages setzen? Ganz ehrlich, nein, mache ich jetzt hier nicht. Könnte man. Also die Antwort ist natürlich korrekt, ich kann das machen. Ich habe es jetzt aber hier so nicht gerechnet. Ob das jetzt positiv auf sich auswirkt oder dann sogar negativ, kann ich wiederum nicht sagen. Ich habe es jetzt hier nicht so gemacht. Stop-Loss ist da, wo das in meinem Fall jetzt hier das Vortages hoch dann war, wenn es ein Gap-Up-Trade war. Jetzt will ich allerdings nochmal kurz zeigen, was denn hier mit so einer Equity passiert, wenn wir hier mal eben den Spread nochmal einen Ticken größer machen. Wir machen mal auf 2 Punkte und gucken nochmal auf die Equity. Da tut sich schon was. Also wir sind hier schon auch runtergekommen, aber das ist immer so. Die Kosten der Trades können final auch eine Strategie kaputt machen. Jetzt haben wir ungefähr die Situation so in den normalen Maßstäben. Das ist immer so meine Daumenregel. Wenn ich den Spread auf das Doppelte setze, dann habe ich typischerweise, zumindest bezogen auf JFD, habe ich dann ungefähr die Commission mit drin. Also von daher passt jetzt alles. So sähe dann auch tatsächlich mein realer Kontoverlauf aus für eine DAX. Close-Strategie. Ja, da ich keine Nachnamen hier nenne, kann ich leider deine Frage nicht beantworten. Jens, welcher Wolfgang dich grüßt, aber er grüßt dich. So viel sei gesagt. Okay. Also wir haben
komplett eine Strategie, ist wahnsinnig einfach zu traden. Sie macht nur genau das Gegenteil von dem, was wir mal ursprünglich gedacht haben. Jeder, der immer glaubt, hey, so ein DAX, der muss seine Gaps schließen, ja, tut er auch in zwei Drittel aller Fälle. Nur das alleine kriege ich profitabel nicht umgemünzt. Vielleicht mit wahnsinnig engen Stop-Lossen. Ich kann die Frage allerdings nicht beantworten. Was ich beantworten kann, ist, ich trade den DAX, ein Gap genau andersrum. Nämlich ein Gap-Up wird nicht geschortet, sondern ein Gap-Up wird long getradet. Ein Gap-Down wird dann entsprechend short getradet. Stop-Loss haben wir jetzt drin. Ist genau sozusagen das Gap selbst. Das ist unser Stop-Loss. Und wenn wir diese einfachen Regeln anwenden, haben wir diese immerhin betrachtliche Equity-Kurve. Und das Gute ist, da ihr schon viele Strategien von mir gesehen habt, ich habe hier nichts zum Optimieren. Ich habe hier keinen Parameter, an dem ich drehen kann. Also irgendetwas, wo ich jetzt noch fragen muss, ja, muss ich noch ein EMA und nehme ich jetzt ein EMA 30 oder ein EMA 80? Und nee, nix. Es ist komplett regelbasiert, ohne einen Freiheitsgrad. Halt komplett regelbasiert und von daher brauche ich nichts optimieren. Und die ganzen anderen Betrachtungen, die wir sonst machen mit Nachbarschaftsanalysen und Walk-Forward-Methode und, brauchen wir alles nicht, weil wir nämlich keinen einzigen Freiheitsgrad haben, an dem wir drehen können. Natürlich könnten wir Freiheitsgrade einbauen. Wir könnten sagen, ah, wir machen noch ein EMA rein und traden Gap Up nur, wenn wir oberhalb vom EMA. Wäre natürlich alles möglich. Dann kommen wir allerdings wieder in die üblichen Fragen mit Optimierung und. Brauchen wir nicht. Hier haben wir das Ergebnis sozusagen pur, weil es hundertprozentig regelbasiert ist. Weil ich gerade noch dazu gefragt werde, was passiert, wenn du nochmal deinen minimalen Stop-Loss-Abstand da auf Null setzt. Ich will es nicht verschweigen, was dann passiert. Die Equity-Kurve sieht dann ganz komisch aus. Und zwar sieht sie dann plötzlich so aus, völlig verrückt. Und diese Riesensprünge, die dann entstehen, liegt einfach an Trades, die vermeintlich, also die haben einen so engen Stop-Loss, dass man so praktisch gar nicht traden würde. Da kriegt man plötzlich einen Trade mit 500 R Gewinn. Das ist aber nicht mehr praktikabel. Gut. Gut, dann muss ich mal gucken, ob ich den einen Namen noch schnell genug hier gut durchkriege. Wenn er denn genannt ist, dann kann ich die Grüße gleich noch weiterleiten. Mache ich sozusagen, wenn ich hier so weit durch bin, sonst verpasse ich hier noch mein Ende. Also Jens, gedulde dich kurz, auch wenn wir gleich irgendwann das Webinar sozusagen formal beenden, dann kann ich die Grüße mal komplett ausrichten. Wenn 64% der Gaps geschlossen sind, zerschießt man sich den Profit? Nein, eben nicht. Warum zerschießt man sich hier nicht den Profit? Ich habe jetzt die Analyse nicht gemacht, aber ihr werdet sehen, dass wir hier in unserem finalen Risk-Reward-Ratio oder CRV, also wobei wir gar keinen Take-Profit haben, die Gewinntrades, diese ein Drittel Gewinntrades, die wir machen, die machen so viel Gewinn, dass sie die Verlusttrades, die zwei Drittel Verlusttrades einfach wegmachen. Und das ist halt das Phänomen hier. Es gibt einfach zu viele Trades im Positiven, zu viele Trades, die genau das machen, was hier immer noch in meinem Beispiel ist. Nämlich wir haben hier so ein Gap-Up und dann schießt er einfach nach oben. Und das Ganze kann auch mal hier noch erstmal enger sein und dann gewinne ich plötzlich einen Trade mit 3R, 5R, 6R. Und die Trades sind die, die mir diese Strategie final so positiv machen, weil ich halt meinen Verlust begrenzt habe und meinen Gewinn hier laufen lasse. Also insofern, das ist der tiefere Grund, warum ich selbst mit einer so schlechten Trefferquote, weil die Trefferquote ist hier nur ein Drittel, eine solch profitable Strategie entwickeln kann.
Weitere Hinweise, die gerade auch nochmal kommen, man könnte natürlich auch hier wieder einen echten, einen anderen Stop-Loss einbauen, also nicht einen intrinsischen, also einen, der durch den Chart selbst gegeben ist und mit dem rumexperimentieren. Aber dann haben wir natürlich wieder unseren typischen Freiheitsgrad, alles möglich. Genau. Gut. Okay. Soweit die DAX-Strategie Gap Close. Reverse. Fassen wir mal genau sauber zusammen, was wir haben hier in unserer Strategie. Die erste Aussage, die ist nochmal sehr wichtig, weil da müssen wir noch mehr draus machen. Nämlich die einfache Analyse der DAX-Kurse hat gezeigt, dass die ganzen Zuwächse, die der DAX die letzten 20 Jahre gemacht hat, die kommen nicht vom Tag, die kommen von der Nacht. Das ist nach wie vor für mich phänomenal. Und jeder, der mich dazu vorher gefragt hätte, da hätte ich das nicht so beantwortet, aber die Mathematik oder die Analyse ist nun mal so. Also die ganzen Zuwächse, die 10.000 Punkte, die der DAX dann in den letzten 20 Jahren gemacht hat, die sind eigentlich nachts entstanden. Dann, wenn die deutsche Börse zu hat und nicht am Tag. Nochmal sehr, sehr interessant. Die Gaps werden also zu rund zwei Drittel geschlossen. Nochmal genauer 64, aber sei es drum. Aber das wiederum zu traden in der Beschreibung, die ich jetzt hier habe, geht nicht profitabel. Es mag andere geben, mit irgendwelchen Stop-Lossen und und. Da müssten wir auf Intraday-Kurse gehen, enge Stop-Losse setzen und gucken, ob wir dann nicht da zurechtkämen. Aber so ganz pauschal, wenn ich jetzt einfach mal morgen an mein Traden denke, auf ein Gap-Close zu traden, würde ich nicht. Auch wenn ich weiß, dass zwei Drittel geschlossen werden. Aber da ich mich schwer tue mit dem Stop-Loss, wo ich den hinsetzen soll, warum? Ich habe ja eine andere Idee. Und die andere Idee oder die andere Variante, das andere Setup, ist genau das, was ich hier beschrieben habe. Ein Gap up, traden wir long. Und ein Gap down, traden wir short. Und dass das wiederum profitabel ist, dazu haben wir eine komplette Auswertung. Also von daher sind wir da super auf der sicheren Seite. Ich muss noch mal ein bisschen auf die Fragen gucken. Genau, da kommt nochmal wieder der allgemein wichtige, sehr, sehr wichtige Hinweis. Zwischen 2010 und 2012 konnte man mit der Strategie nichts verdienen. Stimmt. Das ist halt immer das Problem. Da die Nerven zu behalten und einfach zu sagen, pff, ich mache trotzdem weiter. Das ist halt die Disziplin. Geht nur, wenn ich eine Strategie habe, die ich sozusagen wirklich kenne. Das jetzt dazu sagen, weiter so, ist natürlich einerseits sowas wie eine Durchhalteparole, andererseits, ihr seht, wie es gewesen wäre, genau die richtige Variante. Also, okay, kommen noch andere Ideen hier. Breakaway ist dann super, aber innerhalb der Trading Range besser sein lassen. Ja, also die Frage, wo dann eine allgemeine wo eine allgemeine Strategie dann entsprechend endet. Kannst du die Rechnung machen mit Stop-Loss 10 Punkte unter dem Stop-Loss des Vortages? Was kommt da raus? Müssen wir genauer gucken. Wenn wir den Stop-Loss einfach anders definieren, mal schauen, wenn ich es irgendwie noch schnell hinkriege. Aber prinzipiell ist das in einem Excel-Sheet überhaupt gar kein Problem. Kann man das auch mit CFDs umsetzen? Ja klar, das Ganze genau mit dem CFD, den ich hier gezeigt habe. Ich zeige hier nochmal, das ist ein CFD auf den DAX, der direkt sozusagen den Xetra nachbildet und der auch tatsächlich nur zwischen 9 und 17:30 Uhr getradet werden kann. Also lässt sich tatsächlich sehr gut mit CFDs nachtraden. Man könnte das übrigens auch mit dem F-DAX dann nachtraden, aber ich würde einfach, weil ja die Analyse so gemacht ist, immer noch bei den Zeiten vom Xetra bleiben, weil so ist zumindest die Analyse gemacht. Man könnte auch die komplette Analyse auf F-DAX-Kurse machen, aber es ließe sich auch direkt im F-DAX dann umsetzen. Gut, soweit. Also, überraschendes Ergebnis, zumindest das eine oder andere daran.
Ich hoffe, euch hat das Webinar soweit gefallen. Wir haben eine komplett regelbasierte Strategie, die wir nicht aus dem Auge verlieren sollten. Und ich muss mal gucken, dass ich das auch hier mal mit in mein Monitoring aufnehme. Das geht nur über ein Konto. So wie wir letzte Woche gesehen haben. Das ist für mich das Einzige, was schließlich und endlich zählt. Und von daher wollen wir das dann auch entsprechend mal ansetzen. Gut. Soweit von mir. Euch natürlich allen noch einen schönen Abend. Vielleicht in einer Woche auf der WOT. Freitag und Samstag bin ich komplett da. Ihr findet mich an dem JFD-Stand auch, sowohl auch an den Vorträgen und. Und ansonsten in 2 Wochen geht es natürlich auch hier mit Webinaren entsprechend wieder weiter. Gut, soweit von mir. Euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Tschö.